Ich habe angefangen, mir da jede Woche so eine Frischgemüsekiste zu holen. Und da sind auch immer wieder Rezepte der Woche dabei. Es steht auch schon dabei, was es das nächste Mal geben wird. Ja, und im Laufe der Woche werden wir jetzt mal schauen, was ich alles aus dem Gemüse da machen kann. Und da werden sicher ein paar leckere Gerichte herausschauen. Viel Spaß beim Nachkochen. Dann schauen wir mal, was da heute drinnen ist. Frühlingszwiebel. Gutes Rezept der Woche. Weißkraut. Das schaut nur noch Mangold aus. Lauch, Sellerie, Salat, gelbe Karotten, Kohlrabi. Ja, da unten versteckt sich der. Ah, das sind mehrere Körner. Ja, dann schauen wir mal, was wir damit machen können. Dann starten wir mit unserem ersten Gericht. Ich habe da ein Rezept, das ist da dabei gewesen. Wokgemüse. Schauen wir uns an, wie das schmeckt. Was brauchen wir alles dazu? Ein Lauch. Gelbe Karotten. Ein kleinen Weißkraut. Ich glaube, davon nehme ich die Hälfte. Ein Mangold. Knoblauch. Und die tut dann noch eine Frühlingszwiebel dazu. Dann brauchen wir noch was Süßes. Ich nehme da einen Ahornsirup. Dann habe ich noch einen gemahlenen Ingwer. Und eigentlich steht da dabei ein Chili, aber ich habe da nur so ein mexikanisches Gewürz, wo da ein Chili dabei ist. Das soll es eigentlich sein. Dann schnipseln wir das einmal. Frühlingszwiebeln und Knoblauch, Mangold, dann legen wir los. Aber angesichts der Menge werde ich jetzt da nicht einen Wok nehmen und auch nicht die große Pfanne, sondern gleich einen großen Topf. Dann hat das gescheit Platz da drinnen. Legen wir los.
Mahlzeit. Das war jetzt sehr lecker und ausreichend, würde ich sagen. Und im Rezept ist gestanden, das sind 2 Portionen. Ich habe jetzt eine gegessen und ich glaube, die anderen 3, die werde ich eingefrieren. Viel Spaß beim Nachkochen.